Papa, das ist dein Lieblingsladen, oder? Ja, Leute, heute war ich in meinem ganz persönlichen Paradies. Ich bin ja wirklich jemand, der super begeistert grillt. Früher habe ich es ja wirklich das ganze Jahr über durchgezogen. Mittlerweile habe ich ein kleines bisschen runtergefahren. Im tiefsten Schnee grill ich mittlerweile nicht mehr. Aber damit das Grillen halt auch so richtig Spaß macht, brauchst du, finde ich, was, was dich auch begeistert. Und ich bin halt echt so ein Fanboy von Weber. Keine Ahnung, wie das gekommen ist. Ich finde das Branding cool, ich finde die Sachen cool. Das hat mich einfach schon vor Jahren eingefangen. Mein allererster richtig guter Holzkohlegrill war auch ein Weber. Dann habe ich zwischendurch mal auf Gas gewechselt, habe das wieder weggetan und habe mir jetzt wieder letztes Jahr einen neuen Weber-Grill gekauft. Und wenn ich allein sehe, dass sie so einen ganzen Laden füllen können mit super viel Zubehör, mit super vielen Sachen, die ich richtig cool finde, macht mir das einfach Spaß. Wir haben uns heute nicht viel mitgenommen, Kohle, Grillanzünder, ein Zubehörteil für unseren Grill und ein bisschen Gewürze. Aber ich würde super gerne mal die anderen Grills dort ausprobieren, einen Dutch Oven ausprobieren und wirklich viele Sachen machen, die ich einfach noch nie gemacht habe. Vielleicht klappt das mal, dass ich mit denen zusammen ein paar Videos für euch mache. Ich glaube, das wäre richtig, richtig spannend, oder? Auf jeden Fall steht bei mir für dieses Jahr auf dem Plan, meine Autoküche zu bauen, denn nur der Grill, das reicht mir mittlerweile nicht mehr. Denn ich habe zum Beispiel ja auch so einen richtig geilen Pizzaofen für draußen. Und was sagt ihr? Liebt ihr Grillen genauso wie ich?